So Leute, herzlich willkommen zurück zu Radsport Manager 2015 und unserem dritten Rennen, und zwar Cyanide Cup 3. Das sehen wir hier nochmal kurz teilnehmend vorgeschrieben. Logisch, ist ein ganz lässiges Rennen. Wir haben ja bis zu jenem Tag auch simuliert. Unsere Fitness ist, naja, Frische ist top, Rhythmus ist am Aufsteigen, Ermüdung ist okay. Ja, das zeigt mir jetzt immer an, irgendwie die Scheiße. Na, warte mal. Tutorials. Oh, Scheiße, Ich hätte es ja ändern können. Derzeit, wir sind hier. Sie sind ganz gut, sind bei 100%. Und unsere Fitness steigt auch gewaltig an. Hier vor allem, weil wir hier eben viel trainieren. Sinkt natürlich aber auch der Rhythmus, weil wir hier einfach keine Rennen haben. Nur trainieren. Nichtsdestotrotz geht's weiter. Wir haben dabei Reimer, Sobala, Karl, Berger, Franz, Koch und wir sind dabei. Von die Werte sind wir natürlich der Beste, weil wir schon auf 70 aufgestiegen sind. Keine Ermüdung, durchschnittliche Fitness ist halt bei anderen allen unterdurchschnittlich, außer hier und hier. Rhythmus ist bei allen auch schlecht, die Frische ist ausgezeichnet. Passt soweit. Fähigkeiten haben wir noch ein Sprinter dabei. Nichtsdestotrotz geht weiter jetzt. Strategie. What the fuck? Ah, jetzt hat. So, wir fahren als Kapitän. Sobala, Franz und Koch sind unsere Diener, also unsere Helfer. Die zwei schlechtesten Sprinter natürlich und Puncheur. Er darf angreifen. Berger. Kann der Berger überhaupt irgendwas? Naja. 360er Puncheur, das ist jetzt halt auch nicht so der Kracher, der Typ. Aber gut. Wir starten das 3D-Rennen und dann reden wir mal Klartext, dass ich meine Stoppuhr nicht mitlaufen habe. Jetzt starte ich sie. So. Wir können versuchen natürlich über eine Ausreißergruppe ins Ziel zu schaffen. Wir sind mit wir wieder dabei als Favorit. Ich denke, wir haben eine super Teamwahl getroffen, da wir so zu möglichst vielen oder zu extrem vielen sogar Rennen geschickt werden. So wie ich das auch hier sehe, sind uns nicht wieder gar so krasse Leute dabei. Also Bergfahrer und so. Okay, Wegmann ist dabei. Hogeland. Sprich, wir können es auch über Ausreise versuchen, was ich jetzt halt eher nicht so toll finde. 123 Kilometer. Ich weiß nicht. Wir versuchen es mal über eine Ausreisergruppe da mitzufahren. Und ansonsten werden wir es... Ich vermute mal, hier, wenn eine Ausreißergruppe vorne ist, anzugreifen. Oder hier, wenn wir im geschlossenen Feld sind. Weil es eine Bergankunft, Hügelankunft. Es wäre cool, wenn wir hier noch was ändern können, also anschauen können. Wenn ich jetzt halt hier die Leute anklicken könnte und schauen, der und der zählt Favorit. Wie stehe ich zu ihm im Vergleich? Ist der besser? Ist der schlechter? Ist der genauso gut? Die können den sehr interessant sein und so weiter und so fort. Das wäre interessant. Aber gut. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Die Strecke ist nicht sehr anspruchsvoll, nur ganz leicht hügelig. Daher wird es wohl ein sehr... Was hat es gespeichert, seht ihr? Im letzten Part hatten wir es noch. Ausgesprochen scheußlich. Ausgesprochen scheußlich. Boah, Lack. Leck. Dürfte passen. Wir setzen uns erstmal an die Führung. Schon jetzt können wir hier wieder ein wenig so hin und her fahren. Dass wir hier ein wenig so durchkommen. Außen kommt es halt immer noch mal besser durch. Und wie sieht es jetzt das Profil genau aus? Ah, hier geht es gerade einen Berg bisschen hoch. Daher auch. Da gehen wir gleich mal mit.
sogar ganz gut aus, habe ich so das Gefühl. Ausreißversuch. Ein guter Zeitpunkt, die Mannschaftsfarben zu zeigen. Das kann jetzt nicht deine Ernst sein, dass die es jetzt draus schaffen. Ah, ich wollte es gerade sagen. Das ist das Ende dieses Fluchtversuchs. Das Feld hat ihnen wirklich keine Chance gelassen. Oh je. Heute haben die Fahrer wirklich kein Glück mit dem Wetter. Nein. Oh, das sind zwei vorne. Einer aus unserem Team. Wenn ich das hier so richtig sehe mit E1. Genau in diesem Augenblick kommt es zu einem Angriff. Wir sind jetzt hier halt in einem kleinen Hügelchen. Das sollten wir auch mal versuchen, vielleicht jetzt, halt, wenn es reingeht in den Hügel. Ich weiß, es ist arg riskant, was wir hier tun. Großer Anstieg und er wird von vielen Fahrern gefürchtet. Die Steigungen sind enorm. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. Dann sparen wir Energie. Die Erhöhung im Hauptfeld deutet zumindest darauf hin. Der Vorsprung beträgt fahren mit 50. Mehr als eine Minute. Warte, dann machen wir wieder unseren Alt- und Umschautrick. Dann können wir die aber nicht erkennen jetzt. Ich habe schon Bock auf unsere erste größere Rundfahrt, weil wir sind ein starker Fahrer irgendwie. Also ich habe so zumindest so das Gefühl, dass das... Na gut, die fahren uns jetzt halt erstmal wegen davon, aber... Diesen Fahrer einholen heißt es, okay. Ah, okay. Wenn wir den eingeholt haben, fahren wir wieder auf 49, oder? Das Tempo im Umfeld ist nun deutlich langsamer geworden. Von den Mannschaften, die Fahrer in der Ausreißergruppe haben, ist naturgemäß keine Initiative genau, zu erwarten. Genau, und deswegen überlassen das lieber den anderen Teams. Schauen wir, dass der die vorwärts kommen. Ist mehr als 2 Minuten Vorsprung auf das Hauptfeld. Wir können ja mal, ich weiß nicht, auf 60 und Führungsarbeit wegen machen. Dass wir vielleicht mal auf 4 Minuten kommen. Das Tempo des Feldes ist zu niedrig, um wirklich selektiv zu sein. Das könnte allerdings bedeuten, dass es dafür am Ende einen harten Kampf um den Sieg geben wird. Berger kommt nicht mit. Berg hoch mit 70, wenn wir fahren. Das heißt, wir fahren auf 60. Ich möchte halt auch ungern Energie verlieren. Also schauen wir, dass unser Puls runter geht. ist noch fast ein wenig viel. Gehen wir auf 50% und ich sehe es nicht ein, die ganze Zeit zu führen. Also lassen wir ihn mal mitmachen. Wir erhöhen das Tempo einfach wieder. Jetzt hat Berger zum Glück wieder aufgeschlossen. Also passt es soweit. Wir haben über 4 Minuten fast. Berger ist schon ziemlich arg am gut Deutsch am Sack. Wir erholen uns prächtig. Jetzt sind wir auch gleich am Berg oben. Bescheidenes Wetter. Arg bescheidenes Wetter. Der Vorsprung schmilzt. Schön. Ich weiß nicht, wollte ich euch schon mal fragen, wollt ihr einfach die Musik im Hintergrund so haben? Weil ich kann ja jetzt auch nicht eigentlich dauerhaft reden. Oder wollt ihr dann auch mal, ja, einfach was anderes? Also, dass ich irgendwelche Musik drunter lege. Es hat den Anschein, als würden die Fahrer im Augenblick ihre Energie sparen. Ja, natürlich tun wir die Energie sparen. Schaut euch die Strecke an, wir sind jetzt erstmal hier am Anfang.
wichtig ist halt, ich möchte halt diese Punkte sammeln, weil ich habe ja für 25 Kilometer vorne 50 Kilometer und ich würde gern für 75 Kilometer vorne fahren auch noch Punkte bekommen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, ich habe ja für 25 und 50 Kilometer führen, also vorne fahren, Punkte bekommen, also Erfahrungspunkte. Oh oh. Deckgreif, erhöht jemand das Tempo. Für 75 Kilometer vorne fahren, denke ich halt einmal, dass es auch Punkte gibt. Also machen wir das die ganze hier nämlich. Das Feld hat das Tempo deutlich gedrosselt. Den Mannschaftskapitän scheint der Ausreißversuch... Ich denke mal, die wollen das uns immer so auf 3,30 halten. Maximal. Wie sieht's denn aus? Bekommen wir eigentlich noch was zu trinken oder so? Oder eher nicht? Wir sind jetzt halt doch langsam am Ende angekommen. Aber es ist gut, wir haben noch sau viel Energie und sind schon fast jetzt bei der Hälfte vom Rennen. Jetzt sind wir an der Hälfte beim Rennen, also... Müsste ungefähr die Hälfte sein. Wir fahren halt auch nur im Kreis. Immer von hier bis hier, bis hier, bis hier. Und dann, ich, keine Ahnung, was das für ein Hügelchen ist. Da werden wir dann vielleicht anders noch abbiegen. Na gut, lassen wir es einfach mal so fahren. Das war also die erste Hälfte des Rennens. Jetzt haben wir die Hälfte. Hoffentlich rührt sich in der zweiten Hälfte mehr. Reifenpanne. Jetzt muss er sich aber ganz schön anstrengen, damit er wieder an das Feld herankommt. Im Feld gab es wohl einen Sturz. Oh, shit. Es soll sich dabei sogar um einen Teamkapitän handeln. Wann fährt ein Berger rüber? Zu einem Sturz. Mehrere Fahrer liegen wohl am Boden. Unterschiedliche Mannschaften beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit im Feld. Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. Die beteiligt sich immer an der Tempoarbeit im Berg hoch. Aber... Das war's dann halt da, also... Jetzt komm, jetzt schließen wir doch da wieder auf, bitte. Auf diesen Fahrer warten. Ich hole noch eh einen, also wir sind auch in der Gruppe. 50 reicht nicht, sagt er. Das Feld zeigt sich völlig unbeeindruckt von dem Ausreißversuch. Ich muss sagen, hier habe ich ziemlich miese FPS. Schaut mal, die sind da hinten. Das sind noch nie im Leben 3 Minuten. So, wenn ich jetzt, wenn wir es bis zum nächsten Berg schaffen, also bis zu dem großen, bis zu diesem, hier, links unten schaut er. Ich kann es euch einfach hier so zeigen. Bis zu dem. Wenn wir hier ziemlich vor Ende angreifen, so hier nicht drinnen. Alle Mannschaften sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. Mit 50 kann ich doch nochmal mitfahren. Ich hole sie immer wieder ein und dann lasse ich immer wieder nach. Kommt 55. Hey. Wir kommen jetzt zum letzten Drittel des Rennens. Nicht mehr lange, dann wissen wir, wie es ausgeht. Berg hoch hole ich die ja nun mal eh ein. Berger ist Berg 60. Jetzt scheint man im Hauptfeld der andere 54, also deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. Der Abstand zum Feld schmilzt dahin. 1,40 nur noch. Bei solchen großen Steigungen können nur die Besten einen ordentlichen Vorsprung herausfahren. Ich möchte die Etappe gern gewinnen. Wäre halt wichtig. Vor allem, weil wir jetzt... wir kriegen wieder ein bisschen Vorsprung. Dieser Gangster da vorne im Roten, der versucht, glaube ich, immer ein wenig anzugreifen. Meine Ausdauer, also bis zum nächsten Berg spare ich wieder ein wenig und nehme wieder ein wenig raus. Es war offensichtlich, dass durch dieses hohe Tempo einige Fahrer zurückfallen werden. Sie müssen einfach der... Ja, schaut mal an, die sind erst oben am Berg, ist geil. Das heißt, auch wenn ich mich jetzt umdrehe, dürfte ich sie normal nicht sehen. Ja, ist sowieso schon vielleicht beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit der Welt. Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. Einer der Mannschaftskapitäne ist gestürzt. Franz ist gestürzt. Natürlich die Pläne des Teams komplett über den Haufen werfen. Das war einer von uns. Angesichts dieser Hektik im Feld ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass es hier zu einem Sturz kam. Also wenn ich mich nicht täusche, habe ich dort einige Fahrer am Boden gesehen. Naja, das haben sie jetzt davon. Erst wollen sich ein paar Fahrer um die Tempoarbeit drücken und jetzt wird angegriffen. So kommt wir halten uns noch vorne, das ist gut.
bevor das hier nämlich wegfällt, weil ich fahre jetzt ja mit 60 vorne. Und ich sagte ja, hier in diesem steilsten Stück werden wir angreifen nochmal. Und dann, wenn wir Glück haben, durch die Tempoverschärfung kann das Feld schaffen wir es durchzufahren. Sind hier echt nur noch bei einer Minute. Meint ihr, das ist eine gute Idee? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, von vorne weg. Der kann nicht folgen. Und noch eins oben drauf. Ein weiterer Angriff aus der Spitzengruppe. So, und jetzt hat Einsatzbalken. 70. Den Berg hoch prügeln, was nur so geht. Das ist schon ein arger Berg. Und dann hoffen wir einfach das Beste. Zeittechnisch sieht gut aus. Wir gewinnen ein bisschen Zeit. Die Ebene sind wir halt schon arg schlecht mit 59. Abfahrt ist aber relativ gut mit 69. Jetzt denke ich, könnten wir da vielleicht bergrunter sogar ordentlich Tempo machen. Ich weiß halt nicht, wie es da ausschaut. Wir haben jetzt nur noch 15 Kilometer bis zur Ziellinie. Wegen Puls, runter wird's. Da erholt er sich, das ist schön. Wir haben eine Ausreißergruppe hinter uns mit 1 Minute 4. Es ist halt verwundernswert, ich weiß nicht, wie man es jetzt genau sagt, nun verbleiben noch 10 dass wir fahren ewig lang vorne, eigentlich komplette Etappe, und jetzt halt am Ende hin halten wir uns doch super vorne, haben halt kaum Energie verbraucht, die Etappe. Wir sind eigentlich nur mitgerollt die ganze Zeit. Und ja, jetzt kommt das schwerste Stück, jetzt sind wir auf der Ebene. 7 Kilometer nur noch. Aber wir haben 1 Minute Vorsprung. Bei 5 Kilometer nehmen wir wieder unseren Riegel, unser Gel. Entschuldigung. Eine Minute Vorsprung, das sieht übel geil aus, Jungs. Jetzt biegen wir hier rechts ab, das sind wir ja sonst nicht. Ja, da kommt die Gruppe, aber es scheint zu unseren Gunsten zu verlaufen. Ne, sieht gut aus. Durch diese erneute Tempoverschärfung wird die Gruppe jetzt komplett auseinandergerissen. Hat hier nochmal einer angegriffen hinter uns. Die geben halt schon geiles Tempo. Vorne wird es hektischer. Ne, da brauchen wir nichts machen. Da können wir jubeln. Jaha! Bams! Geiles Ding. Niemand konnte ihm folgen. Niemand konnte ihm den Sieg streitig machen. Tja. Wegmann halt abgehängt. Der hat eine 73 Ebene fährt. Und Hügel eine 76. Tja, das hilft halt alles nix, wisst ihr? So, achtfaches Tempo. Bis halt auch mal alle im Ziel sind. Und nun zu den Highlights des Tages. Da sehen wir nochmal alles. Die ganzen, unseren Angriff. Es war halt wirklich riskant, muss ich ehrlich gestehen. Und es wäre wahrscheinlich in echt nicht so gegangen. Also wenn wir mal ehrlich sind, wäre nicht so gewesen. Gut, Wiederholung der Siegerehrung. So, wir sind erster vor Kano und Arroyo. Badi, von dem haben wir öfter gehört. Mit 45 Sekunden Vorsprung sind wir als Ausreißer reingekommen. Mega geil, finde ich echt cool. Und so macht es halt Laune. Ja, Calambia
gewinnt. Unser Team ist natürlich wieder ziemlich abgekackt mit 8,29, aber gut. So, Sionic Cup 3, Flash ist der stärkste. Also das sind so genau unsere Etappen im Moment natürlich nur. Später, wenn wir bessere Fahrer werden, dann geht's natürlich aufwärts. So, erste Platzierung unter den Top 5 in Continental, 20 Punkte. Warum haben wir jetzt nichts wegen Ausreißer? Na gut. Macht nichts. Wir können mal einen Tag weiter. Simulation beenden. Durch die Leistung im Preisgeld von 6.000. Glückwunsch. Kann ich mit der Kohle auch ernsthaft was machen? Ich glaube nämlich fast nicht. Jetzt müssen wir uns nochmal unseren Trainingsplan anschauen. Also wir können jetzt, wir trainieren jetzt hier einfach volle Kanne. Und ich möchte jetzt mal wirklich mal schauen, wann haben wir unser nächstes Rennen. Grand Prix of Sochi fahren wir. Das ist am 19.03. 19.03. ist hier. Ich möchte dann mal wirklich so, ja, bis zu dem Montag hier simulieren bis zum 23. 23.02. Hallo? Was ist das? Achso, dann simuliere ich jetzt bis zu diesem Tag. Okay, dann simulieren wir hier mal geschwind durch. Aber bis dahin dürfte jetzt halt eigentlich nichts Wichtiges passieren, was uns irgendwie angeht. Wir trainieren jetzt einfach wie ein Bläder. Wie ein Verrückter. Weil ich hier gerade sehe, ist Tour Down Under, ist auch die erste, die man in der Karriere spielt. Dann fährst du beim Cyanide Cup gar nicht mit einem kompletten Team. So, wir sind jetzt am 29. angekommen. Januar. Es simuliert halt immer sack viel, also beim besten Willen ist er krank. Oh Gott. Kettle Evans Great, was? Great Ocean. Neuer Tag. Unsere Frische ist ziemlich tot. Unsere Fitness steigt, unser Rhythmus geht wieder runter. Hier kann ich nichts machen, ich bin zu keinem Rennen dort eingeladen, also ist leider so. Wir haben 5000 Euro. Okay, da steht's. Das Geld. Ich hab's gerade noch gesucht, ich Blindfisch. Alvacra San Vincenzo. Arthur Seat. Geiler Name. Also, was Monumente ist, weiß ich nicht. Klassiker, ich vermute mal so ein Klassiker, die du gewinnst, so jetzt, was weiß ich, rund um Köln oder. Keine Ahnung, gibt ja so viele Klassiker. Tour of Qatar. Hotel ist nicht so Klassiker, aber das hat sich halt eben gestanden. Entschuldigung. Och, das ist ja graus. Jetzt sind wir angekommen. Was sind Monumente? Jetzt haben wir noch 4 Wochen, jetzt haben wir 4 Wochen durchtrainiert. Wir können noch bis hier hin. Schau, unsere Fitness ist auf dem höchsten Punkt. Aber wir müssten hier mal wegen Schadenzwecks unserer Ermüdung. Müsste ich fast auf 3 gehen und hier mal eine Woche. Wenn ich hier auf 2 und dann mit 3 weiter trainiere, dauert es halt länger. Ne, dann holen wir uns ja wieder richtig stark.
und auch ziemlich schnell. Ich weiß nicht, wenn die Ermüdung, ich glaube, über 25 ist, dann ist es auch schädlich für den Körper. Also behalten wir es immer so drin. Unsere Fitness sinkt dann natürlich ab, wenn wir nicht voll trainieren. Das heißt, wir sollten halt so eine Woche. Jetzt haben wir 203. Geht es hier weiter? Können wir hier mal hin trainieren? Bis hierhin und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an, weil bis dahin haben wir jetzt halt ja ehrlich gesagt nichts zu tun. Unser Rhythmus ist eh wieder komplett am Arsch. Also weiter geht's. Simulieren, simulieren, wir simulieren. Lalalala. Lalalala. Es ist halt schon jetzt so spannend für euch. Oh Gott. Ich hoffe jetzt halt ehrlich gesagt auch mal, dass ich es nicht verkackt habe, dass ich nicht da hätte Rennen fahren können. Warte, ich simuliere mal. Ich beende mal. Warte, wenn ich jetzt hier auf die Planung schaue, weil ich habe ja in diesem Zeitraum nichts, was ich fahren kann. Es ist ja nur diese zwei Rennen und die fahren wir ja dann auch. Und dann kommt erst der nächste. Und es ist ja dann alles für den April und Mai. Also habe ich da nichts verkackt, oder? Immer noch erschöpft. Sonst ist wieder alles ausgezeichnet. Ah, hier ist das Rennen dann. Bis wann haben wir gesagt? 02, 03. Genau, bis dahin tun wir jetzt nochmal erst simulieren. Bis hierher. 0203 bis ja zum 2. März. So hätten wir es natürlich auch aussprechen können. Grand Prix of Sochi. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so unser Ding ist. Aber wir haben uns jetzt mal eingeschrieben. Und hoffen halt mal, das Beste ist halt mal eine Tour. Und deshalb eine Rundfahrt. Also eine Tour wäre ja übertrieben, das zu nennen. Wir sind am 22. Februar. Es dauert noch, es dauert noch, es dauert noch. Nee, das ist ein Graus. Vuelta a Andalusia. Andalusien-Rundfahrt. Schön, jetzt passiert endlich mal nichts mehr. Wunderbar. Zum Glück hatte Februar auch nur 29 Tage. Kommt uns auch wieder zugute. Ja, Gent, Gent. Rotterdam, Unterbrecht. Cambridge, Cambridge. Eine neue E-Mail. Passen Sie Ihren Kalender an. Ersten bestätigt, Sie können Änderungen, indem Sie die Planung besuchen. Okay, und zwar vom 1. April bis 31. Mai. Genau diesen Kalender sollen wir bitte anpassen. Haben wir schon. Wir haben ja gesagt, wir möchten an der Bayern-Rundfahrt teilnehmen. Ist 2HC. Müsste ich jetzt ehrlich gesagt passen, weil ich nicht weiß, was es ist. Dann haben wir ja gesagt, das ist nichts für uns. Das ist auch nichts für uns. Auch nichts, auch nichts. Eigentlich schon. Und wir nehmen auch dran teil. Ja, dran teil. Nehmen wir auch dran teil. Warum auch immer. Tallinn Tartu. Was meint ihr? Sollten wir vielleicht an den 8. Etappen nicht teilnehmen, weil im Prinzip es gibt für uns halt nicht viel zu holen. Außer die 5. Etappe können wir vielleicht gewinnen. Beim Rest sehe ich das eher nicht so. Kostet 5 Punkte zum Wegmachen und wir hätten halt hier auch dann wieder Zeit, was anderes zu machen, uns auf Berlin sozusagen vorzubereiten, was halt natürlich auch nicht unbedingt unser Ding ist. Müssen wir mal gucken. So, Dalla, was ist denn hier? Wir bekommen hier wieder geilen Rhythmus und hier wird unser Rhythmus genialst. Da. Wir müssen schauen, dass unsere Fitness hochgeht. Unsere Frische auch. Die Ermüdung muss aber runtergehen. Shit, die ist zu hoch. Das habe ich jetzt nicht bedacht. So. Wir müssen hier eine Woche mal pausieren fast, oder? Dass wir hier bis zum Rennen auch wirklich fit sind. So wäre es halt das Optimale. Aber dann ist unsere Fitness ziemlich am Sack. Also habe ich es doch auf.
Die 2 Tage können wir eigentlich fast nochmal voll trainieren. Weil wir sind bis zum Rennen fit und nehmen übers Rennen ab und es nimmt immer gleich ab, bloß dass wir fitter sind. Unsere Erschöpfung hält sich auch in Grenzen, also da haben wir nochmal 5 rein. Hier ist ja auch nur ein Tag. Dann zieht es aber gescheit runter. Das heißt, wir gönnen uns. Das macht keinen Unterschied. Ob wir jetzt so trainieren oder so, nimmt sich nichts. Weil wir müssen hauptsächlich hier sind wir fit. Das sind wir dann, was eh ziemlich langweilig wird. Wo das hier auch nicht so geil ist. Na gut, so dran teil, müssen wir daran teilnehmen. Hier sieht es ganz schlecht aus um unsere Frische. Sollte man fast so machen. 2, dann steigt das hier noch und das hier fängt sich. Danach müssen wir mal schauen, wie es so im April ausschaut. Da haben wir ja dann eigentlich relativ viel Freizeit. Plus hier unten ist dann wieder kritisch. So denke ich, passt das. Ja doch, das kann man so durchgehen lassen. Ja. Wir haben jetzt ja noch bis nach Sochi 2 Wochen. Das wird ziemlich viel Erholung dabei sein. Wir simulieren mal bis hier hin. Müssen wir mal machen. Und dann werden wir den Part auch beenden. Ich werde es nur noch durch simulieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part. Jetzt gibt es auch nicht mehr viel zu sagen, was ich jetzt euch erzählen könnte oder so. Wir schauen jetzt, wie gesagt, mal nur, dass unsere Frische wieder sich erholt und alles. Ist halt schon wegen arg wichtig. Wir sind jetzt am 8. März, wir haben noch eine Woche Zeit. Trainingsintensität ist ziemlich niedrig, Fitness bleibt so. Unsere Frische sollte eigentlich steigen. So, jetzt steigt die Frische und die Fitness geht aber ziemlich runter. Das heißt, es war eigentlich blöd, unser Training. Wir hätten es vielleicht ein bisschen besser machen sollen. Gut, ist jetzt halt so. Also, Paris Nizza, Etappe 5 ist auch geil. Hätte vielleicht ein bisschen besser managen sollen, ein bisschen, ja, konstanter. Aber gut, ist jetzt nun mal so und können wir jetzt auch nichts dran ändern. So, 6 Tage noch, dann geht's los mit Grand Prix of Sochi. So, Etienne war hier gerade im Rennen, kennt man ja auch. Castel Raimondo. Hockeven, kennen wir nicht. Kenne ich nicht. Pazin Umak. Was da noch? Termin, was weiß ich wohin. Ah, unsere Fitness. So, wir haben uns, es hat vielleicht doch was gebracht, unser Training. Ja, unser Training hat sehr viel gebracht. Und zwar folgendermaßen. Berg plus 1. Hügel auch plus 1. Sind wir auf 71 und Berg 75. Heißt, wir sind jetzt hier auch schön im Grünen. Zeitfahren, gut. Kopfsteinpflaster, gut. Beschleunigung, sehr gut. Plus 2. Ausdauer auch plus 2. Plus 1 in Zähigkeit und plus 2 nochmal in der Regeneration. Wir sollten vielleicht mal schauen, dass wir so eben ein bisschen einen besseren Wert bekommen. Das heißt, wir trainieren mal Etappenfahrer oder Zeitfahrer. Ausreißer. Ausreißer ist gut, da trainieren wir hier ziemlich viel. Sogar Ausdauer sehr viel. Das ist geil, das trainieren wir. Das können wir jetzt halt mal ein bisschen trainieren. Gut, jetzt sind wir kurz hier vorm Rennen. Das heißt, wir sinken wieder, aber dafür steigt es. Also machen wir hier sogar noch ein paar Punkte, sage ich jetzt mal. Und vielleicht von hier bis 4 nochmal 4 Punkte. Gut, 5 Punkte, gut. Jetzt sind wir ein bisschen besser drin. Nehmen hier sogar noch an der Ermüdung ab. Hinweg über die Tour nehmen wir auch ab.
Wir müssen diese scheiß Ermüdung wegbekommen. Gib mir mal ein bisschen Tipps. Aber vielleicht bis ich was. Es ist immer so, dass bis ihr die Parts seht, dann. Ist immer verloren alles schon. Ist schon wahrscheinlich zu spät, deswegen muss ich das schauen, dass ich selber irgendwie in den Griff bekomme. Wir haben halt gut viel trainiert und ich denke mal, das wird dann auch ausschlaggebend sein, wie viel man trainiert, dass man aufsteigt. Wir sind jetzt schließlich Stufe 12. So, jetzt geht's los mit dem Grand Prix of Sochi. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, haut rein, macht das gut und auf Wiedersehen. Ciao!